Einen wundervollen guten Tag bei diesem donnernden Applaus hier, hätte ich fast gesagt. Immer, ja, und Serana redet schon wieder rein. Die Dame redet echt zu viele One-Liner hintereinander. See what I mean? So. Guck mal, wenn wir schon mal unser treues Ross hier beschwören können, aber nicht hier, sondern nur aus so einem Ding hier raus anscheinend. Nein, doch nicht. Okay, einfach nur näher machen, glaube ich. Dann können wir das ja auch mal nutzen. Wir müssen nämlich zum Gefängnis von Moody. Und ich glaube, das kriegen wir am einfachsten hin, wenn wir das einfach auf dem Rücken eines Pferdes machen. Oder eher auf dem Rückgrat eines Pferdes, würde ich sagen. Oh, hier geht es jetzt auch nochmal hoch, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Ort. Ich frage mich halt, wo der Drache ist. Ob ich den an irgendeinem Punkt hier unten dann beschwören muss oder ob der einfach auftaucht oder... Ich weiß nicht genau, was hier los ist mit dem Kollegen. So. Hier um die Ecke ist jetzt gleich das Gefängnis. Treppe hoch. Und dann mal gucken, was Mutti sozusagen hat. Ich habe nämlich auch so ein bisschen die Sorge tatsächlich, dass es jetzt gesagt wird, ja, okay, hier Endboss und dann das Ende. Moin. Siehst du mehr als ich, oder was ist jetzt hier? Sicher, ich hätte irgendwas gehört. Ach, jetzt auf einmal geht's wieder. Jetzt, wo die Tochter da ist, ne? Erst wollte sie mich abstechen, aber dann kam sie um die Ecke. Alle drei Hüter zerstören? Ich bin beeindruckt. Ja, war jetzt auch nicht so schwer. Was ist jetzt mit der Schriftrolle? Ja. Bitte folgt mir. Okay. Haltet nach Durnevir Ausschau. Die Barriere des Gefängnisses ist gesenkt. Also wird er sicher nach dem Rechten sehen. Ja, okay, er ist auf jeden Fall der Boss des Ganzen, glaube ich. Eben ist. Nun, ihr wisst, was ich meine. Ja gut, den Spruch hast du mittlerweile auch schon öfter gebracht. Der ist nicht mehr lustig, Mann. Frau, Vampir, Halbtote. Ne? Du weißt, was ich meine. Türchen auf. Öffnen Friedhof. Klingt vielversprechend. Ach, guck mal. Das sieht ja fast aus wie eine Boss-Arena. Bist du dir ganz sicher, dass wir da die Schriftrolle finden oder finden wir da den Tod? In jedem Fall erstmal schnell speichern. Dieses Wetter hier, ey. Valerika. Wartet. Ich höre etwas. Natürlich. Ist Durnevir. Er ist hier. Verteidigt euch! Sieht schon sick aus, tatsächlich. Wäre mal was Geiles, wenn irgendwie Drachen auf Mauern landen oder so. Irgendwas hat das. Okay. Knochenmänner werden beschworen. Dann wollen wir mal gegen den Seelendrachen. Ach du Scheiße. Okay, noch getroffen. Nice. Auf. Da ist er wieder. Scheiß auf die Knochenmänner. Einfach drauf auf den Kollegen. Zack. Okay. Danke für keine Drachenseele. Ich hätte eigentlich gedacht, ein Drache in einem Seelengrab, von dem kriege ich was richtig Sickes, aber der hat ja gar nichts gegeben. Danke für nichts. Ist auch nur so ein bisschen Seelenblut, aber das ist alles von den Männern, glaube ich. Das hat nichts mit dem Drachen zu tun. Toll. War jetzt nicht annähernd so episch, auch noch nicht mal von der Belohnung, wie ich eigentlich erhofft habe. Bitte verzeiht mein Erstaunen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal den Tod dieses Drachen erleben würde. Okay, wieso sagt ihr das? In vielen Schriften, die über Durnevir verfasst wurden, wird behauptet, dass er nicht mit normalen Mitteln bezwungen werden kann. Deren Verfasser scheinen sich geirrt zu haben. Es sei denn...
Sei denn was? Die Seele eines Drachen ist so widerstandsfähig wie seine Schuppenhaut. Es ist möglich, dass euer Todesstoß Durneviers körperliche Hülle lediglich zerstreut hat, während er sich regeneriert. Okay, wie lange wird das dauern? Minuten? Stunden? Jahre? Okay, ich vermute Minuten. Irgendwie, weiß ich nicht. Wir schlagen hier nicht zu verweilen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Dann wollen wir euch mal diese Schriftrolle der Alten besorgen und euch auf den Weg schicken. Dann wollen wir uns mal auf den Weg schicken. Geile Tour. Ist auch nur die Schriftrolle wahrscheinlich drin, oder? Ihr seid. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das hier alleine tun könnte. Ja, ich bin auch froh, dass wir hier alle zusammen sind und toll sind. Leben und rechten Dienst, bla bla bla. Ich kann kaum glauben, dass meine Mutter noch am Leben ist. Da kommen so ein paar Alchemie-Sachen, kann man ja immer mal gebrauchen, ne? Ja, gut. Und da klickt man dann aus Versehen das Alchemielabor an. Ich kann es kaum glauben, dass meine Mutter Blut. Noch am Leben ist. Nun, ihr wisst, was ich meine. So. Soll ich auf den Weg machen? Das ist im Besitz, alles klar. Bleibt ihr hier? Ich hatte keine Wahl. Wie ich bereits sagte, ich bin eine Tochter von Kalbhafen. Sollte ich nach Tamriel zurückkehren, würde das Harkons Chancen erhöhen, seine Tyrannei der Sonne zu verwirklichen. Okay, wir kommen zu euch zurück, wenn wir es schaffen. Wir können eure Hilfe in Tamriel gebrauchen. Vielleicht kehren wir nie wieder zurück. Wir kommen zurück, wenn wir es schaffen. Das ist so ein bisschen so, ja, okay, wenn ich muss sowieso hier nochmal runter wahrscheinlich, deswegen... Ich weiß eure Sorge, um mein Wohlergehen zu schätzen. Aber für mich zählt nur Serran. Ihr müsst versprechen, sie um jeden Preis zu beschützen. Vergesst nicht, dass Harkon nicht zu trauen ist. Was immer ihr auch verspricht, er wird euch verraten, um zu bekommen, was er will. Und versprecht mir, auf meine Tochter aufzupassen. Sie ist das Einzige, was mir noch etwas bedeutet. Ja, okay, ist versprochen und wird nicht gebrochen. Kehre nach Tamriel zurück. Alles klar, wie? Irgendwo hier dann wahrscheinlich wieder zurück zu dem Portal oder was. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Schriftrolle, das ist schon mal sehr gut. Der Drache ist tot. Also, noch nicht ganz, nehme ich an. Zumindest wurde mir das jetzt so beigebracht und wir gehen weiter. Guck mal. Je eher wir die Schriftrolle nach Hause bringen, desto schneller können wir uns um meinen Vater kümmern. Ja, da hat sich was manifestiert, falls dir das nicht aufgefallen ist. Grüß dich, Steckt eure Waffen weg. Ich möchte mit euch reden, Quanarin. Quawat? Ich dachte, ihr wärt tot. Verflucht, nicht tot. Verdammt, für alle Ewigkeit. In dieser Gestalt zu existieren. Gefangen zwischen Lars und Dinok. Zwischen Leben und Tod. Okay. Habt ihr nicht versucht, mich umzubringen? Im Augenblick habe ich Dringenderes zu erledigen. Warum sprechen wir miteinander? Ich glaube an Ehre unter erfahrenen Kriegern. Ja, das ist wohl richtig. Euer Ohr ist es wert, meine Worte zu hören. Auch richtig. Dann schieß mal los. Meine Klauen schnitten durch das Fleisch zahlloser Feinde. Doch auf dem Schlachtfeld wurde ich kein einziges Mal besiegt. Bis jetzt. Ich gebe euch daher den Ehrentitel Quanarin, was in eurer Sprache Sieger bedeutet. Ah, guck mal, sie ist in Übersetzung direkt mitgeliefert. Gut, ich sehe euch als gleichberechtigt an. Eure Worte ehren mich sehr. Mein Wunsch, mit euch zu reden, entsprang dem Ergebnis unseres Kampfes, Quanarin. Okay. Ich möchte euch nur respektvoll um einen Gefallen bitten. Watten, was ist deine Quest? Unzählige Jahre habe ich das Seelengrab durchstreift. Gegen meinen Willen, den vollkommenen Meistern dienend. Davor war der Himmel von Tamriel meine Heimat. Ich möchte dorthin zurückkehren. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich muss nochmal gegen ihn kämpfen, damit das was wird.
Ich fürchte jedoch, dass meine Zeit hier nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Ich bin mit diesem scheußlichen Ort verbunden. Wenn ich mich zu weit vom Seelengrab entfernen würde, würde meine Kraft schwinden, bis hin zu meiner vollständigen Auflösung. Das ist ja nicht so geil. Ich kann nicht dabei helfen. Ich werde euch meinen Namen anvertrauen und euch erlauben, ihn in Tamriel anzurufen. Schick. Ehrt mich auf diese einfache Art und Weise. Und ich werde an eurer Seite als euer Grad Zemazin kämpfen, euer Verbündeter. Und euch mein Tuum lehren. Also da sind wir doch dabei. So ein bisschen Drachenpower und sowas kann ich gut gebrauchen. Einfach euren Namen in Tamriel rufen, das ist alles. Jo. Für euch ist es vielleicht trivial. Mir würde es sehr viel bedeuten. Ja, das nehmen wir doch gerne an, tatsächlich. Ich benötige keine Antwort, Quanarin. Ruft einfach meinen Namen in den Himmel, wenn ihr glaubt, dass die Zeit dafür reif ist. Das ist klar. Wie seid ihr hier reingelangt? Es gab eine Zeit, in der Tamriel meine Heimat war. Doch diese Zeit ist lange schon Vergangenheit. Die Dover beherrschten die Lüfte und wetteiferten um ihre Territorien, was schreckliche und schließlich tödliche Kämpfe zur Folge hatte. Mhm. Und ihr wart ein Teil davon. Das war ich. Aber anders als meine Brüder suchte ich nach ungewöhnlichen Lösungen, um meine Überlegenheit beizubehalten. Ich fing an, das zu erforschen, was die Dover Alok Delon nennen. Die uralte, verbotene Kunst der Totenbeschwörung. Hm. Ja, okay, das ist ja prinzipiell jetzt auch was ich von ihm gelernt habe, ne? Also ihr habt im Seelengrab nach Antworten gesucht. Die vollkommenen Meister versicherten mir, dass meine Kräfte ohnegleichen sein würden, dass ich Legionen von Untoten auferstehen lassen könnte. Als Gegenleistung müsste ich ihnen als Wächter dienen. Bis zum Tode der einen, die sich selbst Valerica nennt. Ah. Ein bisschen verarscht, ne? Von wegen unsterblich. Ich entdeckte zu spät, dass die vollkommenen Meister die Täuschung der Ehre vorziehen und nicht daran dachten, mich aus meiner Verpflichtung zu entlassen. Schon blöd gelaufen. Sie besitzen die Kontrolle über meinen Geist. Aber glücklicherweise konnten sie meine Seele nicht beherrschen. Also seid ihr jetzt frei? Frei? Nein. Ich habe hier zu viel Zeit verbracht, Quanarin. Das Seelengrab ist Teil dessen geworden, was ich bin. Ich kann Tamriel nie wieder ganz meine Heimat nennen. Sonst würde ich sicher umkommen. Meine einzige Hoffnung ist, dass ihr mir dort durch euren Ruf kostbare Momente schenken werdet. Ja, okay. Dann wollen wir ihm den Wunsch mal erfüllen, würde ich sagen. Also wir werden ihn auf jeden Fall mal anrufen. Ob jetzt direkt, wenn wir draußen sind, weiß ich noch nicht. Aber er ist ja eigentlich ein ganz cooler, ne? Wurde verarscht. So wie wir. Von wegen hier, steigen Sie mal in diese Kutsche, wir nehmen Sie mit und dann werden Sie einen Prozess erfahren. Nö, einfach Kopf ab. Ja, ja. Und dann hätten sie fast das wohl berühmte Drachenblut umgebracht. Und wir sind, ja, wie ich gesagt habe, Drachenblut. Also, warum nicht einen Drachen beschwören? Ist eigentlich schon ganz sick. Und wenn es halt gegen den Vater ist im Bossfight oder sowas, das wäre dann auch geil, einfach so einen Drachen zu rufen einfach und dann die Blicke zu sehen. Irgendwie so in die Richtung wird es schon werden. Ich gucke jetzt nochmal eben kurz. Das ist nämlich auch so eine Sache, die ich draußen direkt ausprobieren werde. Ach, guck mal. Wird ja sogar angezeigt, wo ich ihn rufen kann und wo nicht. Ich hab's nur sonst immer verkackt.
ich mich gerade gefragt, warum ich nicht einfach dahin reite, sondern die ganze Zeit einfach nur dahin schleiche. So, dann jetzt irgendwie das Ausgangsportal finden. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es hier noch einiges noch zu entdecken gibt. Und wenn es Jupp ist als Seele, also der Kollege von dem Schiff, oder noch irgendwelche Dungeons oder Items, die ich finden kann oder sowas. Es gibt hier bestimmt noch mehr. Aber jetzt ist erstmal wichtig, die Schriftrolle zurückzubringen und die ganze Dämmerwacht-Geschichte mal weiterzuführen. Bevor wir uns hier komplett festdreichseln. Ich habe schon überlegt, ob ich dann irgendwie so gewisse Sachen dann irgendwann nochmal im Stream einfach mache. Naja, die nichts mehr mit Achievements oder mit dem Fortschritt in dem Let's Play zu tun, aber da müssen wir dann nochmal erstmal gucken, wie wir das dann im Endeffekt machen. So, hier ist, glaube ich, die Schnittstelle. Heißt einmal Rona vom Pferd und hoch. Ah, guck mal, schön. Schickes Portal auch hier mit dem Stein, der einfach in der Decke hängt. Das ist eigentlich ganz geil, tatsächlich. Ich mag das Design von dem ganzen Seelengrab-Gedöns hier unten. Aber es ist Zeit für uns, an die Oberfläche zurückzukehren. Tada! Endlich wieder modrige Luft. Ah, guck mal, jenseits des Todes abgeschlossen. Das ist doch schon mal wieder viel wert. Dann quatschen wir mal mit Töchterchen. Oh, was gibt es? Erzählt mir was über Familie, stört es euch, dass wir uns gegen Wörter verbinden? Irgendwelche Hinweise auf die andere Schriftrolle? Xion sagte etwas über diese Schriftrolle. Was war es? Hat es etwas mit Drachen zu tun? Ja, Drachen und Blut. Sollten wir es in der Akademie von Winterfeste versuchen? Das klingt wie etwas, womit sie sich auskennen könnten. Ja, das ist auch immer ein Wort. Das ist nur die Sache, warte mal, was hat er mir jetzt gesagt, finde heraus, wo sich die Schriftrolle in Drachen befindet? Okay, also doch. Hat sich gelohnt, mit ihr zu sprechen. Also gehen wir nochmal zu Winterfeste, sprechen nochmal mit unserem Lieblingsorg in der Bücherei, würde ich sagen. Aber so wie es aussieht, kann ich hier auch einfach ein- und ausgehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn dann nochmal irgendwie was auffällt oder sowas. Oder ihr könnt mir auch gerne relativ spoilerfreie... Okay. Sie wirkt irgendwie kaputter, als es mal war. Relativ spoilerfreie Tipps nochmal geben, wenn ihr denn Bock habt in den Kommentaren. Da würde ich mich auch drüber freuen, so von wegen, ey, du Idiot, du hast da was vergessen unten. Vielleicht gucken wir dann bei Zeiten nochmal rein. Die Suche der Schriftrollen, finde heraus, wo sich die Schriftrolle der Drache befindet. So, dann gehen wir mal nach Winterfest. Ich hoffe mal, das reicht, dass wir hier an dem Balkon sind. Salzwassergrotte, nee, warte mal, wo ist denn die Akademie? Müsste ich eigentlich wissen, gehört ja mir. Da. Hin. Jetzt bin ich echt mal gespannt, mit wem ich rede einfach jetzt nochmal mit meinem Ork hier. Der muss das doch wissen, der weiß alles. Der hat so viele Bücher um sich rum. So, warum heißt die Akademie von Winterfeste Akademie von Winterfeste? Weil sie in... weil es hier Feste wintert, ne? Hahaha, lol. Ja, gehen wir mal rein. Wir haben ja nicht direkt einen Questmarker, wir sollen uns ja nur auf die Spuren begeben, das heißt... einfach mal reingehen, gucken. Vielleicht kann uns ja jemand helfen. Moin, was geht? Wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Scheiße. Akademieangelegenheit, wahrscheinlich wieder Bücher zurückbringen, spezielle Bücher, die ihr sucht, habt ihr was zu verkaufen? Ich suche eine Schriftrolle der Alten, siehst du mal. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Ja, nach einer Schriftrolle der Alten. Ura, komm, wir kennen uns jetzt so lange. Habt ihr nun eine? Ja, genau, die wird bestimmt hier sein, Günther. Also ihr seid beide gerade nicht wirklich auf der Höhe, würde ich sagen. Erzählt mir mehr. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Ja, du bist ja auch nett. Stellen Sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Ja... habt ihr denn eine, die wir nutzen könnte? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Ja, ich bin der Erzmagier. Die würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte.
Das war erstaunlich akkurat tatsächlich. Hinter dir ist doch bestimmt in der Truhe irgendwie eine Meistertruhe und die muss ich aufmachen oder so. Ich muss eine finden. Ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Habt ihr wenigstens Informationen? Natürlich. Ja, dann her damit. Ich höre euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Jetzt kommen damit so zwei Bücher. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Gut. Telekinese-Pfeile. Das nehme ich mal mit. Klingt doch interessant. Hier, bitte. Kleckert sie nicht voll. Alles klar. Gut, dann mal ein bisschen lesen. Auswirkungen der Schriftrolle der Alten. Oh Gott, Untergelehrten sind die Gefahren, die das Lesen der Schriftrolle der Alten birgt, allgemein bekannt. Die Wirkungsweise dieser Auswirkungen, ist auch ein geiler Satz, ist derzeit jedoch nicht weitgehend ungeklärt. Ach nee, noch. Theorien über Geheimen, Moment, ich muss nochmal von vorne, es ist Quatsch, das jetzt so zu lesen. Theorien über Geheimwissen und göttliche Vergeltung waren eine Spekulation und basierten auf nur wenig tatsächlichen Forschung. Ich, Justinius Pol, ja, habe mich der gründlichen Dokumentation der von den Schriftrollen bei ihren Lesern verursachten Leiden gewidmet. Bislang konnte ich jedoch keine einheitliche Theorie darüber entwickeln, welche Form diese Leiden annehmen, weshalb dies ein Objekt künftiger Forschung bleibt. Ich habe die Auswirkungen der vier Gruppen unterteilt und entdeckt, dass die Effekte zum großen Teil zum Geist des Lesers abhängen. Um dies zu verdeutlichen, werde ich diese folgenden genauer beschreiben. Oh Gott. Nee, ganz ehrlich, ich hoffe, dass irgendwann einfach nur was aufploppt. Ja, genau. Sowas habe ich mir jetzt erhofft. Gedanken zu den Schriftrollen. Frage Urak nach dem verrückten Buch. So, ihr könnt gerne Pause machen und euch das durchlesen, wenn ihr wollt. Ich bin dafür nicht gemacht, aber ich nehme das Ding mal mit. Genauso wie das. Und dann reden wir nochmal mit dem Kollegen. Jetzt setzt er sich natürlich wieder hin. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Sehr gut. Ich mag dich immer noch. Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Ist er tot? Oh nein, das hoffe ich nicht. Aber ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen und wir standen uns sehr nahe. Er entwickelte eine Besessenheit für die Dwemer, sagte, er habe ein altes Artefakt gefunden und zog gen Norden. Habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Also nach Norden. Irgendwo in die Eisfelder, wenn ihr ihn suchen wollt. Bin gemütlicher. Gut, dann werde ich wohl in die Eisfelder müssen. Mach's dir nicht zu bequem, wir müssen weiter. Und Septimus Signus finden, aber eigentlich, wenn ich mir recht überlege, kannst du es dir nochmal gemütlich machen, denn wir werden das erst in der nächsten Folge tun. Wenn wir schon mal hier sind, gehe ich, glaube ich, einfach mal in mein Büro und werde mal da nächtigen. Ne? Wenn wir schon mal auf der Durchreise sind, dann können wir natürlich auch die Vorzüge des Erzmagiers genießen hier. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr den möchtet, könnt ihr gerne einen Kommentar, Like oder Abo dalassen. Das leuchtet so schön. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Mit Günni, mit Serano. Ja, Serana heißt sie. Und all den anderen. Vielleicht auch nochmal mit Urak, einfach nur um ihm nochmal auf die Nerven zu gehen, weil er das ja so gerne mag. Und mit Septimius, den wir hoffentlich irgendwo in den Eisfeldern finden werden. Und der Geschichte der anderen Schriftrolle auf die Schliche kommen werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zusehen würdet morgen. Haut rein. Bis denn und tschüssi.